Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von forexhome.de. Das ist die Videoanalyse des Tages. Heute zum Thema Schweizer Franken gegen den japanischen Yen. Aber wie immer am Anfang erst einmal die Risikowarnung. Das Währungspaar Schweizer Franken gegen den japanischen Yen hier im Weekly Chart. Ein alter Bekannter. Wir haben dieses Währungspaar eine ganze Weile verfolgt. Kursziel war letztendlich hier zu finden im Bereich der 1, was hat man gesagt, 1,1680 ungefähr. Ja, das war der Weekly 100, oder ist der Weekly 144er EMA in Kombination mit diesem horizontalen Unterstützungsbereich. Und wir hatten natürlich auch eine ganze Weile diesen. Und ich hatte es immer wieder eingeblendet, hier dieses große Fibonacci-Retracement. Und da sehen wir ganz, ganz deutlich, dass wir hier jetzt das 38,2er-Retracement erreicht haben. Ziemlich punktgenau und dementsprechend das Short-Kursziel erreicht. Ich habe aktuell auch alle Short-Positionen geschlossen, die sich, also einige hatten wir schon auf dem Weg nach unten geschlossen, aber einige habe ich eben noch einmal nachgelegt, beispielsweise beim Test des Weekly 50er 55er EMAs. Ja, jetzt ist es aber vorbei. Ich habe hier nach den letzten, was waren das hier, 750 Pip ungefähr noch einmal alles geschlossen, wie gesagt. Zu diesem Kursziel, da hat noch einiges anderes hingeführt. Wir hatten hier eine Art, oder was heißt eine Art? Wir hatten es hier mit einer bärischen Flagge zu tun. Ich kann das mal, das ist bloß genau einzeichnen nochmal, dass ich hier nichts falsch mache, beziehungsweise wollen wir es natürlich sehr genau machen. Und da sehen wir schon, so, jetzt haben wir es, dass wir hier nicht nur die Projektionshöhe dieser Flagge erreicht haben, sondern eben auch, und davon spreche ich ja immer, das zweite dann realistische Kursziel, da sprechen wir hier über den Trend, der zu dieser Flagge geführt hat. Und da sehen wir schon, ab dem Ausbruch sind wir hier ziemlich genau auf dieses Niveau gekommen. Ich habe es jetzt hier nicht 100% sauber gemacht, aber ich denke mal, wenn ich das hier mal mache, so, wir wollen es schon der Vollständigkeit halber ganz, ganz sauber machen. Das ist auf jeden Fall kein Thema. So. Und da sehen wir schon, sind wir wirklich punktgenau hier auf diesem Niveau gelandet. Sogar 1,15335. Und ja, hier oberhalb dessen, ich glaube bei 1,16 oder sowas, hatte ich dann die Position rausgenommen und da ist es dann geschehen. So, wie geht die ganze Sache jetzt weiter? Interessant wäre natürlich ein Retest dieses Ausbruchstiefs, welches Sie hier sehen, also rund um den Daily 50er, 55er EMA, rund um, und das muss ich jetzt mal einzeichnen. Dann nehmen wir uns ein bisschen Zeit, das hier ordentlich zu machen. Denn wir haben hier eine schöne, sehr, sehr schöne Kursbewegung gesehen, um ein Fibonacci Expansion einzuzeichnen. Und ja, dieses Niveau, auch hier sehen wir es nochmal, wir haben das 100er, habe ich es genau, ja. Wir haben das 100er Expansion Level erreicht, auch ein sehr, sehr schönes Kursziel. Und jetzt möchte ich eben hier mich weiter orientieren. Aber hier fällt eben was auf. Und zwar die 1,19, also dieses Ausbruchstief, stellen natürlich in Form dieses Daily 50er, 55er EMA eine gewisse Barriere dar. Aber das nächste Expansion Level befindet sich eben knapp darüber bei ca. 1,2050 und das wiederum entspricht dem 61,8er Retracement, fast ziemlich genau dem 61,8er Retracement dieser gesamten Abwärtsbewegung. Also ich tendiere eher dazu, diesen Bereich als sehr viel nützlicheres Kursziel bzw. als sehr viel wichtigeren Kursbereich zu definieren, als jetzt den Daily 50er, 55er EMA an sich. Natürlich, es kann sein, dass wir hier eine ganze Weile eine Art Seitwärtsrange bilden, hier irgendwo in diesem Bereich zwischen diesen 1,16 und vielleicht diesen 1,19. Ganze Weile drin herumspielen und da sehen wir schon Daily 50er, 55 EMA, wie gesagt, der sollte eine gewisse Rolle spielen. Für dieses Range Trading ist es vielleicht gar nicht so verkehrt. Ich meinte, das sind hier um die 300 Pip und rein vom Stop-Loss, der hier wahrscheinlich dann unter diesem Tief gelegt werden müsste, mit 100 Pip Stop-Loss haut das hier schon hin. Man könnte diese Range auch ein wenig traden, also ganz unattraktiv ist das hier nicht. Außerdem, und jetzt gehen wir nochmal in den Weekly Chart zurück und nehmen mal das hier raus, dieses Expansion Level. Da sehen wir, und diese Flagge, die hätte ich mal nur im Daily Chart visualisieren müssen, naja, egal. Wir sind jetzt mal unter diese Trendlinie gefallen, haben sie aber noch nicht getestet. Und das ist eben sehr, sehr interessant, wenn wir auch hier ein Fibonacci-Tracement an diese gesamte Ausbruchsbewegung und dieses an diese gesamte Ausbruchsbewegung anlegen. Und dann fällt auf, dass sie hier dieses 23,6er Fibonacci Expansion, nicht dieses Expansion, sondern dieses Fibonacci Retracement, diese Ausbruchsbewegung sehr, sehr gut kombinieren lässt mit dieser 1,19, mit diesem horizontalen Widerstand und dem Expansion Level, welches wir festgelegt haben, bei ca. 1,2050. Also hier entwickelt sich de facto
Höchstwahrscheinlich eine etwas breitere Widerstandszone. Moment, die müssen wir natürlich auch entsprechend einzeichnen. Und diese breite Widerstandszone, das ist hier, oder das definiere ich jetzt erst einmal als kleine Range und rechne damit, dass es hier mal zu etwaigen Auf- und Abbewegungen kommt. Letztendlich, und das erwarte ich, sollte es aber im größeren Stil, und dadurch ergeben sich natürlich wieder längerfristigere Short-Möglichkeiten, sollte es hier möglicherweise zu einem Retest dieser Trendlinie bzw. dieses Trendkanals, wie man das auch immer nennen mag, kommen. Und ja, hier rund um die 1, was haben wir hier, 1,27, sage ich mal so, wenn sich der Kurs hier einfindet, wir haben ja auch, haben es auch hier mit einem horizontalen Widerstand zu tun, dann könnte man sich dann eben noch einmal großflächig short positionieren, das nächste Ziel dann logischerweise zu finden bei ca. 1,12, um die 1500 Pip entfernt, entspricht, na gut, beim Tracement hat das erstmal nichts zu tun, aber wir müssen sie mal mit einzeichnen, denn das übernächste Ziel, das befindet sich hier bei ca. 1,850, 1,0850, und da sehen wir schon, also hier sind dann einige Etappen auf der Short-Seite abzuarbeiten, die sich durchaus lohnen könnten und die sich lohnen sollten, hier mal ein Auge drauf zu werfen, beziehungsweise auch insgesamt dieses Währungspaar wieder auf die Watchlist zu nehmen. Denn viele ignorieren es und das ist sehr, sehr schade, denn wir haben hier schon sehr, sehr viel Gewinn eingefahren. Mehrere tausend Pip haben wir insgesamt hier schon eingesammelt im Schweizer Franken-Yen. Und warum soll man das jetzt nicht machen? Also das wäre hier dieses längerfristige Short-Szenario, auf welches man natürlich erst einmal warten müsste, bis der Kurs hier oben angelangt ist. Dann machen wir uns gleich mal einen Alarm rein, so, und hier machen wir uns auch einen Alarm rein, und ja, in der Zwischenzeit kann man eben hier kurz- bis mittelfristig ein bisschen was in dieser Range traden. Wenn er dann mal drüber kommt über die 1,20, mal der nächste Move hier bis ca. 1,2250, bis zu diesem nächsten horizontalen Widerstand, da kann man ein bisschen hin und her traden, meinetwegen auch vielleicht ein etwas größeres Long Setup aufbauen, ab hier unten, ja, ab dieser potenziellen Bodenbildung. Da haben wir es in der ersten Stufe hier mit 400 Pip, dann mit ca. 700 Pip und an der Oberseite vielleicht mit 1150 Pip zu tun. Und wenn man in der Zwischenzeit, also auf dem Weg nach oben, immer mal wieder beim Durchbruch und Retest die eine oder andere Position in den Markt legt, könnten hier mal wieder vielleicht 2000, 2500 Pip bereits mittelfristig rausgeholt werden. Also sehr, sehr attraktiv dieses Szenario, auch dieses Währungspaar an sich, und ich würde mir wünschen, wenn es auch allgemein wieder mehr Aufmerksamkeit erfahren sollte. Gut, nochmal der Hinweis an dieser Stelle. Die meisten dürften Sie jetzt mitbekommen haben. Meine Seite forexhome.de ist ja aktuell nicht zu erreichen, beziehungsweise wirklich nur über www.forexhome.de. Da haben wir, oder beziehungsweise nur mit der HTTP-Adresse, das heißt ohne Sicherheitszertifikat, weil mein Hosting-Anbieter das komplett vermurkst hat, und das wird wahrscheinlich noch, ja, eine 5 Tage, 5, 6 Tage wird es sicherlich noch dauern, bis Sie das in der IT-Abteilung dorthin bekommen haben. Und in der Zwischenzeit nutzen wir die Gelegenheit einfach, um, ja, um forexhome.de einen neuen Anstrich zu verpassen. Es wird einiges umgestellt, und ja, ihr dürft euch darauf freuen. Auch im Jahr 2016 im Allgemeinen werden einige Neuerungen hinzukommen, und ja, da freuen wir uns alle drauf. In diesem Sinne wünsche ich natürlich viel Erfolg bei diesem Setup und bei allem, was ihr oder ihr sonst noch so traden und tradet, und verabschiede mich bis zum nächsten Video. Tschüss.